Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regula Stempfli. Karl Müller ist Karl Müller von Geburt bis zum Tode. Bei den Frauen ist es wie bei den Sklaven. Die bekamen auch die Namen ihrer Besitzer. Willkommen zu Die Podcastin mit einem Zitat von Luise Pusch. Hallo Rohnerin nach Berlin. Hallo La Stempfli nach München. Ein starkes Zitat, starker Einstieg. Ja, es ist noch stärker. Im Kasten lag nämlich ein Jahreswendegeschenk. Auf der Titelseite des SZ-Magazins strahlte uns George Clooney entgegen und im Magazin selber das große, kluge, radikale und lustige Interview. Natürlich auch ein bisschen von George Clooney, aber vor allem von Luise Pusch. Genauso müssen Magazine aussehen. Schöne Männer auf der Frontseite und kluge Frauen drin. Du kennst ja als Germanistin die Luise Pusch. Ja, natürlich. Ich bin eine große Bewunderin von Luise Pusch. Sie ist tatsächlich eine der wichtigsten Denkerinnen gewesen in meinem Studium. Also ich habe in Zürich Linguistik auch studiert, Germanistik, Romanistik, Philosophie. Und hatte das große Glück, in meinem furchtbar konservativen, langweiligen Linguistikstudium sehr zu Beginn auch mit Luise F. Pusch und ihrer feministischen Linguistik in Berührung zu kommen. Und sie hat mich total fasziniert und auch überzeugt. Ne? Luise Pusch gehört zu den Denkerinnen, die sich mit Sprache auseinandergesetzt haben. Schon sehr früh in den 70er und 80er Jahren hat sie ihre Bücher, das Deutsch als Männersprache, alle Menschen werden Schwestern publiziert, kluge Gedanken, wie funktioniert Sprache, was ist der Zusammenhang mit Sprache und Denken, wie schaffen wir über unsere Sprache Wirklichkeit und das alles mit einem feministischen Blick. Großartig, toll. Absolut großartig. Und sie hat auch den Frauenkalender, den habe ich mir wieder angeschafft für 2021, also für unseren Jahresausblick, den wir ja eigentlich heute auch pflegen wollen. Ich möchte noch ein paar persönliche Begegnungen oder Erlebnisse erzählen zu Luise Pusch. Also in den 80er Jahren an den Universitäten und dann auch noch in den 90er Jahren war sie quasi unsere Judith Butler. Also sie war eben die Luise Pusch, also sie ist ohne Judith Butler groß. Aber ich denke einfach, sie wurde dann nicht gewählt als Professorin an der Universität. Und sie beschreibt das im Süddeutschen Magazin, diese Herrschaftsmechanismen, sie als explizit auch als Feministin, als die Linguistikerin mit einer eigenen Schule, weil sie hätte eine eigene Schule, eine eigene Denkschule, eine eigene Sprachschule an der Universität gründen können, weiterführen können. Und das wurde ihr verweigert. Und das hat mich wahnsinnig getröstet. Das ist tragisch. Ne? Also Luise Pusch hat promoviert, hat habilitiert in Linguistik und war jahrelang Vertretungsprofessorin an verschiedenen Universitäten. Ich weiß es jetzt von Konstanz und ich meine, sie war auch in Hannover mehrere Jahre, aber eben immer nur als Vertretungsprofessorin. Eine reguläre Professur hat sie nie bekommen und zwar genau aus den Gründen, die du skizzierst. Jetzt wird ja immer so betont, ne, von den Hochschulen, von den Universitäten, ne, was wir leben, ist Freiheit von Forschung und Lehre. Aber genau diese Freiheit von Forschung und Lehre wurde ihr verwehrt und wird ganz vielen Wissenschaftlerinnen verwehrt, die eben etwas anderes als den Kanon des Denkens, des Schreibens, der Universitas propagieren wollen. Das ist eine tragische, furchtbar für unser Wissenssystem auch tragische Geschichte. Umso größer und umso inspirierender, dass sie eben diese Tragik oder dieser Missbrauch von universitärer Macht transformiert hat und uns weiterhin begeistert und ganz wichtige Bücher geschrieben hat. Und eben das Standardwerk, das Deutsche als Männersprache, gilt nach wie vor. Und dieses Interview wird wieder ganz viele Menschen begeistern und darüber nachdenken, dass die männliche Grammatik tatsächlich ein Grundrechtsverletzung darstellt, was mich dazu gebracht hat, darüber nachzudenken, ob wir nicht wirklich auch klagen sollten für all diese Professuren, die nicht erteilt wurden. Also 2002 wurde bei mir, das ist auch schriftlich festgelegt, explizit die Förderprofessur für Populismus in Europa. Ich hatte dann drei Kinder und war unter 40, also ich habe alles erfüllt.
Nein, ich meine, ich habe alles erfüllt als Kriterien, oder? Also bei gleicher Qualifikation. Und die wurde mir abgeschlagen mit dem expliziten Satz, diese Frau hat den akademischen Stallgeruch nicht. Und das hing natürlich auch mit meinem politischen Engagement zusammen und mit meiner Herkunft. Aber also, weißt du, Regula, es gibt immer Gründe, Frauen Positionen nicht zu geben. Und du kannst es immer auf Papier auch begründen. Das geschah auch bei Luise Pusch, das geschieht auch bei anderen Denkerinnen. Es ist ein Trugschluss, dass es da irgendwie neutrale Kriterien gäbe. Und wenn man nur diese Qualifikation erfüllt, Frauen, die genau gleichen Karrieremöglichkeiten haben, das ist auch heute noch nicht so. Und das ist schon verdammt frustrierend. Was sehr erstaunlich ist, ja. Ja. Mhm. Also, weißt du, Luise Pusch, die ist brillant und sie ist lustig, was ich eine hinreißende, großartige Kombination finde und wofür ich sie sowas von bewundere. Ne? Das ist so die Kombination, die sich, glaube ich, auch durchzieht bei meinen Vorbildern. Hedwig Dohm war auch so. Und ich werde es nie vergessen, wie es mich als ganz junge Studentin beeindruckt hat, dass Luise Pusch angeregt hat, ganz normale Begriffe zu hinterfragen. Also beispielsweise, komme jetzt gerade in den Sinn, die Bezeichnung für weibliche Geschlechtsteile. Die Scham, die gibt es ja nur bei der Frau, nur die Frau soll sich schämen. Mhm. Und Luise Pusch hat auf ihre spielerische Art und Weise dafür plädiert, aufzuhören, von Schamlippen zu sprechen. Ja. Beziehungsweise, wenn man das denn nicht ändern möchte und unbedingt bei Schamlippen bleibt, doch auch von Schamstängel und Schambeutel zu sprechen, ne, für Hoden und Penis. Was ich brillant fand damals. Und die dann, also ihr Vorschlag war, statt Schamlippen von Vanillelippen zu sprechen. Und sie hat das dann auch direkt linguistisch hergeleitet, denn Vanille im Spanischen heißt kleine Schote und kommt von Vaina, einem alten Wort für lateinisch Vagina. Ja, und seitdem esse ich Vanilleeis, ehrlich gesagt, noch viel lieber und ich denke immer an Luise Pusch. Oh, sehr schön, das ist wunderbar. Ja, sie ist eine unfassbar große Denkerin, Linguistin, die hat Syntax, eben ich erinnere mich an Mitglied statt Mitglied. Mitglied, genau. Ja. Ist wunderbar. Also, aber ich fand, die Kombination ist ja genial, dass auf der Frontseite George Clooney, den viele Männer auch verehren, oder das ist so ein Männermann, oder alle möchten so aussehen wie George Clooney oder so sein, und er gilt ja auch als politisch aktiv und so. Oder denken, sie würden so aussehen und so sein. Ja, genau. und dann eben gleich berechtigt, also Luise Pusch hat noch mehrere Seiten dieses Interview im Heft selber. Also alle, die George Clooney lesen, werden über Luise Pusch und die Schlagzeile, also die Titelzeile, unsere Grammatik widerspricht dem Grundgesetz, stolpern. Großartig. Also ja, von dem her, das musste ich in die Podcasting bringen. Kennst du eigentlich Genderleicht? Nein. Das ist eine Plattform, www.genderleicht.de, initiiert vom Journalistinnenbund in Deutschland und auch stark unterstützt von Luise Pusch, darum komme ich gerade drauf. Genderleicht ist ein Portal, wo alle Schreibenden, ob aus dem Journalismus oder sonst wo, konkrete Tipps kriegen, wie sie gendersensibel schreiben können und wie sie ihren Schreibstil verbessern können, sodass eben klar wird, Frauen sind nicht nur mitgedacht, sie sind auch tatsächlich mitgemeint. Ne? Ja, also auch ein kleiner Tipp. Ja, und sie sind Subjekt. Ja, ein anderer Tipp ist der Medienleitfaden in der Schweiz, den ich mit erarbeitet habe, genau gleich. Also wenn Porträts mit Frauen ganz, also welche Grundfragen und welche Grundleitlinien gelten sollten, wenn Frauen interviewt werden. Oh, den musst du unbedingt verlinken, weil das ist ja auch so etwas, was sich immer noch nicht festgesetzt hat. Ne? Also wenn mit Frauen gesprochen wird, wird plötzlich nicht mehr mit einem Menschen gesprochen, also in der Tendenz, ne? Nicht überall, das ist auch klar. Aber Frauen bekommen ja Fragen gestellt, die man Männern so nie stellen würde. Oder Frauen werden beschrieben auf eine Art und Weise, wie man Männer niemals beschreiben würde. Und eben wegen der Sichtbarkeit habe ich gelernt, zum Beispiel, rede ich von die Welt als Wille und Vorstellung. Darin beschreibt der Sohn der genialen Johanna Schopenhauer
dass alles, was wir menschliche Wesen von der Welt wissen, wie wir die Welt gestalten und was wir in der Welt machen wollen, eine Kombination von Imagination, von Kollektiv und Individuum und dem Willen der Herrschenden wie dem eigenen darstellt. Also ich nenne großartig. Ihn immer nur als den Sohn der Genialen. Und das habe ich eben gelernt, weil wie Mütter großer Männer oder Schwestern großer Männer auch eine Buchreihe von Louise Push. Und das kannst du eigentlich, was wirklich erstaunlich ist, gerade in der Politologie und in der Philosophie, mit ganz vielen Männern so machen. Du, wie witzig, weil ich sage, ich habe vor kurzem angefangen, immer nur vom adipösen Antisemiten aus Wittenberg zu sprechen. Oh, das ist also böse, aber sehr wahr. Ja. Das ist absolut richtig. Du meinst Martin. Ich meine den adipösen Antisemiten aus Wittenberg. Ja, großartig. Ja, mit seiner klugen Frau, die völlig verarmt gestorben ist. Ne? Ja, genau. Also das, wir wachsen dran. Also mir tut es wahnsinnig gut, dass wir das hier besprechen können, weil ich muss einfach hier zugeben, dass ich jetzt 15 Jahre mindestens verschütt ging oder fast 20 Jahre verschütt ging, weil ich mich in vielerlei Hinsicht sprachlich anpassen musste, weil ich mir quasi den Feminismus nicht leisten konnte in meinem Beruf, weil ich an und für sich als Frau schon ein Skandalon war und mich dort angepasst habe, wo es mir einfacher ging, damit nicht auch noch das thematisiert wurde. Verstehst du das? Also das war zum Beispiel in meinem Karriereentwurf in diesen Politik und Medien. Ich musste so oft immer nur in männlicher Form reden, weil ich nicht in weiblicher Form reden wollte, weil das immer dann noch ein weiterer Stolperstein war, damit die Männer mir überhaupt zuhörten. Na, krass. Also das ist einfach nee, was ich... Und jetzt blühe ich wieder auf. Nee, ich denke, das passiert einigen Frauen, die innerhalb der Strukturen sich eben vor 20 oder vor 30 Jahren bewegt haben. Also weil es geht ja immer auch darum, Geld zu verdienen. Also für mich war eben die ökonomische Unabhängigkeit wahnsinnig wichtig und da musste ich viele Kompromisse eingehen. Mm. Also punkto Feminismus, eigener Subjektivität, Aktivität, Transformation eines eigenen Subjektes. Oder? Also wirklich interessant. Okay. Ja, und Fragen, die sich viele Männer nie stellen müssen. Ne? Das ist so das Geschenk der Privilegien. Ja, das ist wichtig. Da habe ich mir auch immer viel zu wenig Gedanken gemacht, weil ich dann zu selbstbezogen war und gedacht habe, okay, ich muss halt jetzt das so machen und so weiter und so fort. Aber das ist vielleicht als Trost an andere Frauen, die sehr bewusst Kompromisse eingehen, die ihnen eigentlich nicht entsprechen, aber die der Notwendigkeit geschuldet sind. Eben wie gesagt, ich sage immer, die Notwendigkeit decken, um die Freiheit zu leben. Für mich ist Geld nicht eine Nebensache. Nee, das stimmt. Also. Das war ja auch einfach immer schon eins der großen Ziele für Frauen, die Frauen lange überhaupt nicht erreichen konnten. Ne? Womit wir bei einem Jubiläum wären, 2021, Moment, nicht 50 Jahre Frauenstimmrecht? Nein, noch andere. Ja. Es gibt der zweite Frauenkongress in der Schweiz. 1921, einer der radikalsten Frauenkongresse, der auf Wikipedia total verhunzt wird. 1921 forderten die Schweizerinnen gleichen Lohn und ein Recht auf Arbeit für die Frauen und gleiche Berufsausbildung für die Frauen. Und Wikipedia schreibt dann, ja, aber auf dem Kongress wurde nicht explizit der Einzug in die Männerberufe verlangt. Also, du hast einen Kongress mit großen, wichtigen Reformen, Resolutionen, hast einen ganzen Band dazu, über 600 Seiten, wo alle Resolutionen minutiös aufgeschrieben wurden, wo auch die Absenz von Sozialdemokratinnen und die Präsenz von Sozialdemokratinnen, die nicht immer einverstanden waren mit den bürgerlichen Frauen, minutiös protokolliert und dargestellt werden. Und dann gibt es eine Geschichtsschreibung, die quasi auch die Erfolge dieser Frauen als Defizite wieder schreibt. Ich war fassungslos, weil ich schnell über die Jubiläum nachgedacht habe, 2021. Also das ist 1921. Aber typisch, weil in der Schweiz, ne, Marie Göck
hat verbriefterweise 1868 bereits die völlige Gleichberechtigung von Männern und Frauen gefordert in der Schweiz. Mhm. Und wenn du über diesen Auftritt liest, stößt du immer wieder auf den Hinweis, man weiß ja nicht, ob sie damit auch politische Rechte meinte. Irre! Wahnsinn. Ne? Was sollte sie denn meinen? Gleicher, ja, genau. Zugang zu Vanillepudding, um mal wieder mein, ne? Also was denn? Mhm. Also, ne? Gleicher Zugang zu Champagner. Ja. Du, vielleicht sollten wir mal sagen, was heute das Thema ist. Das haben wir nämlich gar nicht gemacht. Wir sind mal wieder völlig direkt eingestiegen in unser gemeinsames Gespräch. Dieses Mal in dieser Folge wollen wir uns nach unserem feministischen Wochenrückblick einem Ausblick widmen. Wir wollen nämlich gemeinsam in unsere Glaskugeln gucken, unsere Glaskugeln wetten. Und einen Blick werfen auf das Jahr 2021. Ich bin mir fast sicher, dass wir das sehr unterschiedlich machen werden, bin aber total neugierig, was du dir so überlegt hast. Was wünschst du dir für 2021 oder was denkst du, was kommt 2021? Ah, das sind zwei unterschiedliche Dinge, mhm. Wobei das Wünschbare, das Vorstellbare ist ja oft auch machbar. Also ich möchte 2021 tatsächlich zum Jahr der Sichtbarkeit von Frauen auf allen Ebenen machen und vielleicht tatsächlich den Satz auch von Luise Pusch und von Andrea Maihofer im Band 50 Jahre Frauen Stimmrecht aufnehmen, dass wir eigentlich klagen sollten, unsere Grundrechte jetzt mal wirklich einklagen und auch Schadenersatzforderungen. Das kam mir in den Sinn wegen den Professuren, die wir besprochen haben, von all den Frauen, denen die Professur aufgrund ihrer Geschlechtszugehörigkeit verweigert wurde. Und Hannah Arendt hat kurz vor ihrem Tod, hat sie endlich eine Rente gekriegt, wo sie sich auch, sie hat tatsächlich eine Klage machen müssen gegen den deutschen Staat, der ihr die akademische Karriere verweigert hat aufgrund ihrer Kategorisierung als Jüdin. Und das war wirklich lange ein großes Thema für sie, auch eben die ökonomische Grundlage. Und ich habe mich dann so überlegt, hey, eigentlich, und das ist eine große Erkenntnis der Podcastin, eigentlich wäre es jetzt an der Zeit, dass es ganz wichtige Grundrechtsklagen gibt aufgrund der Versäumnisse der letzten mindestens 20 Jahre oder 30 Jahre in Sachen Gleichstellung und Verwirklichung des Gleichstellungsartikels im Grundgesetz und in der Schweizerischen Verfassung. Also das wünsche ich mir für 2021. Was wir machen, machen wir nachher. Was wünschst du dir und was stellst du dir vor für 2021? Ich finde, dein Gedanke ist mal wieder, eigentlich deckt er etwas auf, weil ich bin auf die Idee gar nicht gekommen, obwohl ich an was Ähnlichem rumgedacht habe, aber in der Ausrichtung ist es viel bescheidener. Also ich wünsche mir generell ein politisches Jahr. Ein politisches Jahr im Sinne von, dass all die Belange des Gemeinwesens, ne, der Polis, in den Blick kommen. Alle Tätigkeiten, alle Fragestellungen, alle Gegenstände, ne, dass wir uns stärker politisch verstehen und da stärker gucken. Und ein Punkt, der für mich natürlich eine Riesenrolle spielt gerade, ist das Jubiläum in der Schweiz, was nächstes Jahr kommt, nämlich dieses 50 Jahre Frauenstimmrecht. Und ich wünsche mir da, auch wie du, eine große Sichtbarkeit dieses Jubiläums. Ich wünsche mir, dass das ein Anlass ist, zu reflektieren über unsere Geschichte, über unsere Gesellschaft, über unser Miteinander, über unsere Zukunft. Und ich wünsche mir, dass ein viel stärkeres politisches Aufladen dieses Themas. Ich wünsche mir, dass alle Leute anfangen, zu Hause in ihren Familien mal zu fragen, ihre Mütter, Großmütter, aber auch Väter und Großväter, Onkel und Tanten, wie habt ihr das damals erlebt? Denn das ist ja der Unterschied, ne, in der Schweiz zu Deutschland. Vor 50 Jahren waren noch Leute da. Die haben das erlebt und die haben zum Teil auch selber abgestimmt. Und nochmal, ne, für unsere deutschen Freundinnen und Freunde, also 1971 kam es zur Volksabstimmung, das Volk waren aber nur Männer. Es war nicht die erste Abstimmung, aber die erste, die eben zu einem Ja führte.
Aber ja, haben auch nur 2/3 der stimmberechtigten Männer gesagt. Das heißt, 1/3 hat auch noch 71 gesagt, nee, unsere Mütter, Schwestern, Töchter, Nichten, Enkelinnen sollen eben ihre Fresse halten politisch. Genau, und die leben noch. Die leben noch. Und also ich bin da selber auch betroffen. Ne? Ich hab auch selber diese Gespräche geführt in meiner Familie. Habe jetzt selber das Glück, dass ich aus einer sehr, sehr politisch denkenden Familie komme. Mein Vater natürlich für das Frauenstimmrecht war, aber mein Lieblingsonkel nicht. Hm. Ne, der hat dagegen gestimmt. Irgendwo müssen die Stimmen herkommen. Und mein Wunsch ist, dass die Leute am Küchentisch miteinander reden. Und sich dem stellen, was wäre denn passiert, wenn es da auch wieder zu einem Nein gekommen wäre? Wie hätte denn unser Leben ausgesehen? Und ich wünsche mir, dass sich der Bund entschuldigt bei den Frauen, offiziell. Ja. Ja. Denn es war Unrecht und es gibt auch die, es ist an der Zeit, ne, dass der Bund da auch Stellung bezieht. Mhm. Das finde ich sehr wichtig. Da würde ich dich voll unterstützen in der Verantwortung, in der Übernahme der Verantwortung von aktiver Diskriminierung. Es gibt ja quasi die passive Diskriminierung, die unbewusst wegen unseren Weltentwürfen und so wie wir sozialisiert werden und nicht mit bösem Willen geschehen. Das macht sie nicht besser, aber es gibt eine andere Voraussetzung als aktiv die Diskriminierung voranzutreiben. Und da möchte ich ein deutsches Beispiel bringen. Mhm. Also ich wünsche mir tatsächlich, dass ein Friedrich Merz nicht der Kanzlerkandidat der CDU und CSU wird. Also da nehme ich ganz klar politische Verantwortung. Weshalb? Weil genau aufgrund dessen, was du gesagt hast, seine Bilanz punkto Frauengleichstellung ist eine der übelsten Bilanzen, die Frau überhaupt feststellen muss. Das geht nicht. Er war gegen den Strafrechtsbestand der Vergewaltigung in der Ehe, er war gegen das Recht auf Abtreibung und noch andere. Aber ich finde, das ist etwas für mich, 2021 ist ganz, ganz entscheidend und es ist wichtig, wer Kanzlerkandidat wird der CDU, CSU. Wohl wahr. Also ich habe noch eine Befürchtung. Nein, ich sehe das genauso. Ich habe eine Befürchtung. Ne? Mhm. Ich habe die Hoffnung, dass ich mich hier täusche. Aber mit Blick auf die Schweiz habe ich eine Befürchtung, wie die Debatte laufen kann. Und ich kann das begründen an zwei Artikeln, die jetzt schon erschienen sind in der Schweizer Presse, beziehungsweise Interviewfragen, die so bei mir landen. Und das ist die Mitschuld der Frauen. Mhm. Meine Befürchtung ist, dass... Wie bitte? Ja, ne? Wie geht das denn? Ja, genau. Na, jetzt ohne Scheiß. Also ohne Scheiß. Leute, ja, ja, so es ein, gibt so ein Leute, die thematisieren, dass die Frauen selber das Frauenstimmrecht nicht wollten. Und deshalb das Frauenstimmrecht nicht durchkam. Hallo? Also eine kluge Frau, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob ich das war oder du, in einer der letzten Podcast-Folgen, hat ja schon mal gesagt, ne, die Geschichte des Rechts ist eine Geschichte der Scham, auch der Männer. Ne? Mhm. Weil ne, in der Schweiz, genauso wie in Deutschland, spricht man nicht gerne über Frauenbewegung und darüber, dass Frauen so lange wirklich elementare Rechte entbehren mussten. Ne, das wird dann so ein bisschen abgetan. Und ein Schundblatt in der Schweiz hat schon einen Artikel veröffentlicht mit der Headline, warum Frauen das Stimmrecht nicht wollten. Oh mein Gott. Ich habe dann da hingeschrieben, habe gesagt, ey, euer Titel geht gar nicht, ändert das. Damit suggeriert ihr, die Frauen sind selber schuld. Ja. Ich möchte darauf hinweisen, dass Frauen nicht wahlberechtigt waren und es die Männer waren, die in einem aktiven Akt bewusst Nein angekreuzt haben. Da hat sie niemand gezwungen. Mhm. Ne? Die den Männer Artikel haben hab ich den Frauen übersehen, ja, aber den müssen wir besprechen. Also da machen wir eine Kampagne draus. Das geht gar nicht. Geht gar nicht, warum die Frauen das Frauenstimmrecht nicht haben. Aber ich sage dir, die Tendenz ist da. Geht gar nicht. Ah, okay. Ja. Gut, sind wir gewarnt für 2021. Genau. Also da sehr aufmerksam sein und radikale Gegenwehr. Also gerade auch von den Journalistinnen und Medienschaffenden. Das geht so nicht. Also die Opfer quasi zu den Täterinnen machen. Geht gar nicht. Typisch Schweiz.
ehrlich. Mm. Ja, und so praktisch, mhm. ne? Mhm. So praktisch. Du hattest aber noch ein zweites Beispiel. Eigentlich gar nicht. Also ich hätte ja noch ein paar andere Punkte, wo ich mir ein politisches Jahr wünsche. Ne? Also ja. Du hast vorhin März angesprochen, das heißt, mhm. in Deutschland stehen wir vor einem großen Wahljahr. Mhm. Wir stehen vor einer Bundestagswahl im September 2021. Wir haben aber auch mehrere Landtagswahlen, beispielsweise in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Mhm. Und ich wünsche mir, dass nach diesen Wahlen der Anteil der Frauen in den Parlamenten höher ist als jetzt. Und wenn ich träumen dürfte, würde ich sagen, satt höher ist. Denn der Anteil ist desaströs niedrig in Deutschland. Also im mhm. Bundestag haben wir aktuell 31% Frauen als Abgeordnete. Mhm. In Baden-Württemberg im Landesparlament sind es gerade mal 25,9%. In Sachsen-Anhalt sind es 21%. Das geht nicht, ne? Also da geht uns was verloren in unserer Demokratie. Und ich hoffe, dass die Parteien dafür sorgen, Frauen aufzustellen. Ich hoffe, dass ganz viele Frauen sagen, ich will kandidieren. Und ich hoffe, dass viele Menschen auch bei ihrer Wahl darauf achten, welche Partei präsentiert sich denn wie und mit wie vielen Frauen. Die Rolle der Medien ist hier extrem wichtig. Also je mehr Porträts über Frauen, politisch aktive Frauen und politisch aktiv wichtige Frauen, geschlechterdemokratische Themen kommen, umso einfacher wird es sein, die Frauen zu portieren, auch in der Wahl. Es gibt eben auch die Diskussion von Ministerinnen, die Feminismus nicht buchstabieren können, dass die nicht wieder gewählt werden sollten. Also ich habe da einige im Kopf, aber da ich davon ausgehe, dass es viel wichtiger ist, vor allem Frauen zu fördern, statt Frauen zu kritisieren, weil das tun ja alle, also deshalb konzentriere ich mich auf die guten Politikerinnen, die demokratischen, die gleichstellungsorientierten, die ökologisch engagierten, diejenigen, die aus der Welt, wie sie sich uns darstellt, eine reformierte, eine bessere, eine lebenswertere Welt auch unterstützen. Also wenn ich habe da ein wunderbares Zitat von Eva von Redeker, der sich für 2021 als Leitmotiv aufgeschrieben habe, wenn wir eine Revolution und nicht nur einen spektakulären Zusammenbruch sehen wollen, dann müssen wir aus den Zwischenräumen des Alten bereits das Neue schaffen. Also aus diesen Zwischenräumen des Alten bereits das Neue schaffen. Das ist für mich wirklich ganz, ganz wichtig für 2021. Das habe ich auch gelernt in der Demokratietheorie, die mir neu bewusst gemacht habe, dass die wahre Demokratie nicht einfach durch Revolutionen entsteht, die meist auch Gewalt nach sich ziehen, sondern durch ganz viele Reformen. Und diese Reformen sind meistens von den Frauen initiiert und getragen worden. Schöne Grüße an Hedwig Richter, die sich langsam zu unserem Maskottchen entwickelt, weil wir sie wirklich in jedem Podcast weißt zitieren. Weißt du, wieso, Ronerin in Berlin? Für mich hat sich, finde ich, wenn es große Werke gibt, die tatsächlich die existierenden Theorien auch über den Haufen werfen, wie diese Theorie der Gewalt, also der Revolution, die mehr Demokratie bringt. Ich finde das wirklich radikal. Mhm. Es ist wirklich radikal. Und es ist eine Idee, die mir so nicht gekommen ist. Und da bin ich dann wie ein Mühlwerk, weißt du, eine Wiederkäuerin, weil ich finde, doch, das impliziert ganz andere Denkweisen auch für das politische Handwerk. Ja, und das finde ich, und da gibt es wahrscheinlich in den letzten 200 Jahren viel mehr solche radikalen anderen Ansätze, die Geschichte zu erzählen, gerade von Frauen, die wir einfach verdrängt vergessen und wieso die Medien nicht den Frauen zuhören. Also wenn wieder ein Titel kommt, 2021 flippe ich völlig aus, wenn es heißt, wo sind die Intellektuellen? Oder wir haben keine Philosophen mehr, oder? Ja, haben wir nicht. Wir haben wirklich keine Philosophen, die wirklich was taugen philosophisch. Wir haben aber wirklich ganz exzellente Philosophinnen.
die wahnsinnig viel taugen. Oder? Aber das ist ja so das Muster in der Corona-Krise und das Muster, das vielleicht weiterziehen wird, wie eben, sie hat kein Charisma oder wo sind die Charismatiker oder alle diese alten Schablonen, da bin ich überzeugt, 2021 wird sich da noch ganz, ganz viel bewegen und ganz, ganz viel überwälzen. Schön, ich hoffe es. Ich bin noch nicht ganz so sicher. Was wünschst du dir sonst noch so? Was hast du mitgebracht? Eben, also ich habe nur das mitgebracht, das mit der Klagebereitschaft. Was ich aber jetzt sehr spannend finde, Ronerin in Berlin, du warst so, als wir die Podcasting gemacht haben, warst du diejenige, die das Tun, den Optimismus, die Kraft, du hast ja auch die Projekte alle initiiert, mitgebracht hast. Und ich war so, die ein bisschen, eher so ein bisschen, das braucht viel Zeit und ich bin ja jetzt schon ein bisschen älter als du. Das hast du mir aber nie gesagt, weißt du das? Ich dachte immer, ich spreche mit einer Dampfwalze an Energie und so. Ja, aber in der Einschätzung bin ich viel positiver geworden jetzt durch unsere Arbeit wieder, weil wir uns auch vernetzen konnten. Und ich finde, vielleicht lässt du dich zu sehr von den Medien definieren. Ich kenn das. Also durch die analogen Medien, die immer noch wahnsinnig viel Macht haben, die zum Beispiel alle die Studien von Maria Furtwängler, obwohl sie mitten im Kuchen sitzt, viel zu wenig verbreitet, oder? Findet ihr das nicht auch phänomenal, oder? Also Maria Furtwängler ist liiert mit einer der wichtigsten und größten Verlage Deutschlands und macht wirklich ganz tolle Arbeit mit ihrer Tochter in der Malisa-Stiftung über Frauen in den Medien, die ziemlich radikal sind. Also wirklich, ich finde, die Aussagen dieser Studien sind nicht einfach schön Wetter, ja, wir brauchen ein bisschen mehr Gleichstellung. Nein, sind bahnbrechend. Ne? Ja. Die sind schon bahnbrechend. Und ich finde es sehr spannend, dass sich die deutschen Medien leisten, sie zwar aufzunehmen, eine Woche oder nachdem die Studien erschienen sind, aber dann quasi wie einfach weitermachen wie zuvor. Ja, aber Stempfli, sie nehmen sie auf, weil sie Maria Furtwängler ist. Wäre sie nicht Maria Furtwängler, würde kaum darüber berichtet. Mhm. Und die wäre eben dann nicht im Interview mit Klaus Kleber. Ne? Ja, aber sie wird dann nur einmal abgehandelt. Ja. Selbst sie. Das finde ich ja ein spannendes Moment. Aber das wird sich ändern 2021. Ja. Und ich wünsche mir, was ich mir definitiv wünsche, ist, dass wir, also dass das 50 Jahre Frauenstimmrecht verbunden wird mit den Namen großer Frauen, Irene Schäppi, Isabel Rohner, Zita Köng, Regula Stempfli, Fina Girard, Andrea Mayhofer, Gardi Hutter, auch Christa Rigozzi, die in der Schweiz völlig unterschätzt wird. Ne? Das ist eine ehemalige Ex-Miss Schweiz, bei uns wahnsinnig, wahnsinnig populär. Aber dass das ein politischer Kopf ist, das will die Schweizer Medienlandschaft immer nicht so wahrhaben. Das irritiert. Ne? Mhm. Ja, das ist ganz spannend, ne? Wer sich da alles für engagiert und auf den Weg macht und damit auch sichtbar macht. Ne, Frauenrechte, Demokratie, Diskurse gehen alle an. Das müssen nicht die akademisch ausgebildeten Superphilosophinnen wie Stempfli und Rohnerin sein, sondern es betrifft eben wirklich alle. Alle, egal woher sie kommen, egal was sie machen. Du, aber ich bin gar nicht negativ, ne, wenn es jetzt ums Jahr 2021 geht. Ich bin nur durch und durch Realo-Politikerin und Realo-Feministin. Und vielleicht muss ich mir das ein bisschen mehr abgucken von dir, größere Visionen zu haben, ne, und größere Ziele. Ich gucke, was ist jetzt und was kann ich machen mit meinen Projekten, mit in meinem Einfluss, den ich mir erarbeite. Und das mache ich. Ne? Also ich bin, bin da auf die reale Umsetzung sehr stark und manchmal fokussiert. Also je stärker der Reformaspekt betont wird, dann kommen die Revolutionen schneller, als dass wir uns das vorstellen. Ich finde das immer sehr spannend in der Geschichte, wie es abgelaufen ist. Und ich finde tatsächlich, die Geschichte des Frauenstimmrechts in der Schweiz hat gezeigt, dass die Vertretung der Frauen in der Politik und auch im politischen Diskurs tatsächlich in vielen Bereichen
wahnsinnig fortgeschritten ist, die Frauen auch davon nicht einfach profitieren, sondern endlich ein Recht auf politische Teilhabe, auf gesellschaftliche und kulturelle Teilhabe auch leben können und Freiheiten leben können, die tatsächlich immer wieder vom Storytelling in den Medien unterlaufen wird. Also die Gesellschaft selber, so meine Analyse, ist viel weiter. Also unsere Esstische, und das ist nicht nur, weil ich mich oft in einem künstlerisch-akademischen Milieu bewege, was überhaupt nicht stimmt, weil meine Herkunft ist alles anderes als künstlerisch und akademisch, sondern sehr realpolitisch, also sehr bäuerlich, sehr Arbeiter- und Migrationshintergrund. Und dort, aber auch dort sind die Gespräche über Integration, politische Teilhabe, Gleichwertigkeit, Gleichberechtigung, Freiheit wahnsinnig viel weiter als in den institutionellen, sogenannten kritischen Institutionen. Das ist etwas, was 2021 wirklich aufgebrochen werden muss. Ah ja, das stimmt. Das ist, ja. Eigentlich müssen alle Vorstände dieser Kulturverantwortlichen ausgetauscht werden, weil Corona gezeigt hat im Jahr 2020, wie locker sich die Politik von Kultur wegwaschen kann. Also all diese großen Inszenierungen, diese großen Gesten, dieser Theatermacher, dieser Künstler, die dann überall in den Medien sich inszenieren, die haben überhaupt nichts hinterlassen, was die ökonomische Absicherung der Künstler und Künstlerinnen in Deutschland bewirkt. In der Schweiz war es anders. Und da sieht man, also da sieht Frau auch, dass es unglaublich viele Frauen im Kulturbereich gibt in der Schweiz. Da ist der also es ist nicht perfekt, aber rein die Kulturszene hat viel bessere ökonomische Absicherung gekriegt in der Schweiz, und zwar von Anfang an, weil es dort eine gute weibliche Lobby für andere Lebensentwürfe gibt. Auch die ganzen Care-Theorien sind von Schweizerinnen als in Deutschland. Das finde ich spannend. Aber weißt du, das finde ich interessant, dass du da so einen Unterschied machst. Aber ich finde auch, wir haben zu viele Intendanten. Ne? Die Männerquote bei den Theatern ist viel zu hoch. Aber ich kann diesen Punkt jetzt nicht den Intendanten anlasten. Weil das etwas zu tun für die Kulturszene, für Künstlerinnen und Künstler, das ist elementare Aufgabe unseres Staates. Ne? Mhm. Und also ich bin dankbar, in einem Staat zu leben, wo Kultur staatlich gefördert wird. Ne? Absolut. Ganz deutlich. Aber ich finde, in Deutschland sind die ganzen Solo-Schauspielerinnen, Schauspieler, Sängerinnen, Sänger, die sind völlig vergessen gewesen. Also und immer noch. Ne? Also die gehen wirklich, die staatlichen Theater werden überleben. Ne? Und alle, die fest angestellt waren, Schauspieler, Künstlerinnen, BühnenarbeiterInnen, die kommen mehr oder weniger gut durch die Krise, aber alle anderen nicht. Aber das kannst du den Intendanten nicht anlasten, sondern der Politik. Da bin ich mir nicht, da sind wir vielleicht anderer Meinung. Wieso kann Frau nicht den öffentlich-rechtlich angestellten, privilegierten Menschen anlasten, dass sie sich für die Freien einsetzen, die nicht privilegierten. Ja, gut, das ist aber beim Individuum, ne? Das stimmt schon. Ne? Also, klar. Nicht auch als Verband. Es ist auch den Beamten und Beamtinnen viel zu wenig klar, dass sie, wenn sie sich nicht einsetzen für Mindestlöhne, für Freiberufliche beispielsweise, weil sie sagen, ja, die sind ja privilegiert, sie haben das ja auch selber gewählt, oder? Mhm. Was überhaupt nicht stimmt, weil in den letzten 20 Jahren wurden die meisten in die Ich-AGs gezwungen auch. Oder einfach so mit dem Druck, es gab ja ganz viele Incentives und Anreize. Und da ist mein Argument natürlich schon, dass die Beamten und Beamtinnen, alle öffentlich-rechtlich Angestellten, früher oder später merken werden, dass wenn sie sich nicht für Mindestlöhne und Absicherung, soziale und ökonomische Absicherung für die Freien einsetzen, dass es früher oder später auch ihre Löhne und ihre Entlassungen betreffen wird. Weißt du, das ist, also meine Analyse wäre diametral entgegengesetzt, und trotzdem kommen wir zu einem ähnlichen Schluss, was echt interessant ist. Also ich glaube, ne, Debatte in Deutschland, ein riesengroßes Problem ist, dass in Deutschland alle, die nicht festangestellt sind,
als Unternehmerinnen und Unternehmer gelten und diese Assoziation Unternehmer gleich reich immens stark verwurzelt ist. Immens stark. Also das siehst du bei der SPD, ich kann mir da nur die Haare raufen. Ne? Mhm. Also die denken wirklich, alle Selbstständigen haben Kohle ohne Ende und brauchen keine Unterstützung. Mhm. Das ist in den Gewerkschaften tatsächlich auch in der Schweiz so. Also die sind nicht, wobei wir sind eine starke, also wir haben da gemeinsam jetzt die Freiberuflichen auch organisiert, oder? Also weil es genau das Thema ist, weil die neue Wirtschaftsformen, die sind eigentlich freiberuflich. Ich wünsche mir einfach tatsächlich das, was du genannt hast, die Politisierung des öffentlichen Diskurses und auch des Diskurses zu Hause 2021, dass sich dieser Diskurs auch in den öffentlich-rechtlichen Institutionen breit macht und nicht einfach quasi als unter Gleichstellung abgehakt wird, als Gedöns, als Sondernische, sondern eine neue, andere, ganz wichtige, die einzige demokratische Welt sich darstellt auf politische Teilhabe für alle. Und zwar, das ist echt ein neues demokratisches Programm. Sehr schön. Und jetzt machen wir es einmal ganz konkret. Ich wünsche mir von allen unseren Hörerinnen, aber auch Hörern, weil ich weiß, dass sehr viele Männer uns zuhören, ich wünsche mir, dass alle, die sich im nächsten Jahr jeden Tag bewusst machen, einmal am Tag eine Frau konkret zu unterstützen, wobei auch immer. Und ich wünsche mir dezidiert von unseren männlichen Hörern, dass sie, wenn sie gefragt werden, kannst du mal ein Buch empfehlen, kannst du mal eine Rednerin empfehlen, kannst du mal eine Person empfehlen, die ne, was sagt, ausschließlich Frauen vorschlagen und Frauen empfehlen und Bücher von Frauen lesen. Das würde unsere Welt verändern. Mhm. Wunderbar. Happy 2021. Das war die Podcastin, der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.